Steffens Prognose mit mir. Hey meine Beste draußen, ich bin Steffen von Bally's United und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute haben wir die Sticker-Prognose von England gegen die USA, das zweite Gruppenspiel in Gruppe B. Auch heute öffnen wir wieder 6 Päckchen der Panini Sticker-Kollektion und wir sagen, wir fangen direkt an, wie immer jeder Sticker zählt einen Treffer. Sollten wir das Logo ziehen, zählt der 2 Sticker und wir beginnen direkt mit einem Amerikaner, Christian Pulisic. Der größte Star wahrscheinlich mit dem 1:0 für die USA. Machen wir weiter mit Hatem. Haben wir Buffal, Daniel Lovren und Nico Williams. Die Wales. Also wie gesagt, ein ganz schneller Start für die USA. Wie gesagt, jeder Sticker zählt einen Treffer. Machen wir weiter mit Pavlovic. Dann haben wir das Mannschaftsfoto von Tunesien. Nakayama für Japan. Joe Allen und England mit dem Ausgleich durch Harry Kane. Also 1:1 geht hier richtig schnell los, hier in 2 Päckchen, 2 Treffer und wahrscheinlich die beiden größten Stars, die auch in echt wahrscheinlich am wahrscheinlichsten die Tore machen, mit Pulisic und Harry Kane. Dann haben wir das Logo von Ecuador, das Mannschaftsfoto von Saudi-Arabien, Abdel Zahed vom Iran, Musa mit dem 2:1 für die USA. Also die USA gehen wieder in Führung, noch vor der Halbzeit, und Krikoviak von Polen als nächstes. USA mit einem 1:1 nur im ersten Gruppenspiel gegen Wales, England gegen 6:2 gewonnen. Ihr erstes Gruppenspiel gegen den Iran. Mal schauen, wie es hier am zweiten Spieltag ausgeht. Diego Costa, Rafael Varane, Joe Rodon, Romeo Freuler und Aymeric Laporte für Spanien. Noch 2 Päckchen. Mal sehen, ob die Engländer hier nochmal zurückkommen können. Oder ob die USA ihren ersten Sieg in dieser Weltmeisterschaft bekommen. Es geht weiter mit En-Nesyri, Ruben Vargas für die Schweiz, Daley Blind, das Mannschaftsfoto von Serbien und das Logo von Polen. Letztes Päckchen. Mal sehen, ob noch ein Engländer drin ist. Schreibt euren Tipp für dieses Spiel gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr denkt, wie dieses Spiel ausgehen wird. Jetzt geht weiter mit Al-Ghanam. Haben wir Kaleta K. Matthias Ginter. Lee. Und als allerletztes Filip Kostic für Serbien. Das heißt, kein weiterer Treffer für England. Die USA gewinnen 2:1 und besiegen damit England durch die beiden Treffer von Christian Pulisic und Yunus Musa. Die beiden Treffer für die USA. England trifft durch Harry Kane, hilft allerdings nichts. 2:1 für die USA laut unserer Sticker-Prognose. Schreibt euren Tipp, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen und würde mich sehr unterstützen. Und dann eigentlich haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.